Hallihallo und ich begrüße euch wieder zurück zu meinem Let's Play von The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest. Im vergangenen Part haben wir den Waldtempel komplett abgeschlossen und nun ist es an der Zeit, uns einen größeren Köcher zu holen. Dazu machen wir nochmal einen kleinen Abstecher in die verlorenen Wälder. So, da gibt es nämlich noch was Kleines zu holen. Okay, da habe ich mich geirrt, das geht nicht. Okay, mal gehen wir hier raus, in der Hoffnung, dass das Spiel nicht aufhängt. Ne, es hat funktioniert, super. So, unser nächstes Ziel ist Kakariko. Sicherlich hätte ich auch durch Goronia gehen können, aber ich gehe mal so lang. So, jetzt brauchen wir mal unsere Ocarina. Da geht es nämlich ein bisschen schneller. Ich muss natürlich wieder gucken mit meinen Knöpfen, weil die Tasten sehr viel anders angeordnet sind wie bei dem anderen Zelda. So, mal schauen. 5 Pfeile haben wir noch, das ist nicht der Haufen, aber es geht. So, und wenn wir einmal hier oben sind... Ach nee, Leute, das ging ja bloß nachts, oder ging das auch tagsüber? Moment, aber ich muss mal gucken, ging das auch tagsüber? Ja, Leute, das ging auch tagsüber. Super. Jetzt haben wir noch 2 Pfeile. Jetzt müssen wir dadurch genau treffen. Wenn nicht, ist es aber auch nicht so schlimm. Okay, es hat nicht geklappt. Das ist auch wirklich schwer. Es handelt sich um sogenannte Nachtschwärmer. Und genau hier ist es wirklich am schwersten, den zu treffen. So, bei Nacht. Das kann ich gerade nicht gebrauchen. Ich möchte, dass es Tag ist. So, und es ist Morgengrauen. Wir können die Sonne sehen, die sieht sehr interessant aus. Und wir besuchen Kakariko. Weil, hier gibt es nämlich auch noch ein sehr schönes Spiel zu spielen. Und zwar... Dort nicht, sondern... Genau, das Spiel gab es hier. Kostet Borubin, aber das macht nichts. So, da können wir uns nämlich bereits hier schon was Cooles holen. Na klar, wagen wir das Spiel. Mal schauen, wie gut wir sind. Okay, einen haben wir schon mal vergessen. Ist aber nicht so schlimm. Wenn wir jetzt noch mindestens einen erwischen, was geklappt hat, kriegt man eine zweite Chance kostenlos.
So, also hat wieder nicht ganz geklappt. Es ist auch nicht so einfach. Das sind die schwersten, die zwei blauen, finde ich, weil die so schnell sind. Und wir haben es geschafft. Super. Der große Köcher, jetzt kannst du insgesamt 40 Pfeile tragen. Yippie! Das hat sich schon mal gelohnt. So. Dann holen wir uns gleich mal hier noch ein Huhn, wenn wir einmal hier sind. Ich habe ein neues Huhn gezüchtet. Ich nenne es Kiki. Und ich bekomme keine Allergie, wenn ich es anfasse. Es passt auch in die Hosentasche und ist praktisch, um faule Langschläfer aufzuwecken. Schon mal was davon gehört? Es hat Spaß dabei, richtig laut zu gackern. Ganz besonders, wenn es eine Schlafmütze aufwecken darf. Aber so ganz zufrieden ist Kiki im Augenblick noch nicht. Du siehst aus, als hättest du ein glückliches Händchen für Hühner. Hier, nimm dieses Ei mit. Ist Kiki ausgeschlüpft, dann bring es irgendwann zu mir zurück. Und ich schaue, wie es sich fühlt. Was hältst du davon? Willst du es ausprobieren? Na klar. So, du hast dein Ei ausgeliehen. Bald wird Kiki ausschlüpfen. Gib es zurück, wenn du es nicht mehr benötigst. So, dann glaube ich, haben wir 20 Skulltula-Symbole oder mehr. Genau 22. Und das bedeutet, wir können uns hier drinnen noch ein weiteres, sag ich mal, einen Preis holen. Und das dürften, glaube ich, Krabbelminen sein. Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Der Stein des Wissens. Benutzt du ab jetzt deinen Rumble-Pack, reagiert es auf naheliegende Geheimnisse. Nun, da ich das am Computerspiel per Emulator, funktioniert hier kein Rumble-Pack. Beim GameCube ging's und wenn man N64 hatte, brauchte man schon das Rumble-Pack. Tatsächlich. So. Wo gehen wir denn jetzt mal schnell hin? Wir könnten auch mal zum Hyja-See gehen, obwohl der Weg gerade ziemlich weit ist, aber das macht nichts. Da können wir uns noch den einen Nachtschwärmer holen, den ich vor uns nicht so wirklich bekommen habe. Das ist also kein Problem. Machen wir jetzt mal noch schnell einen Abstecher zum Hyja-See. Ne, warte mal, was? Mal richtig überlegen. Am Hyja-See, das nützt uns eigentlich gar nichts. Da brauchen wir nicht hinmachen. Aber, was hier noch auf dem Weg liegt, ist die Zitadelle der Zeit. Da können wir nämlich dann noch ein Lied lernen, mit welchem wir uns dann ruckzuck zur Zitadelle der Zeit warben können. Was also ziemlich cool ist. Und dann schauen wir mal, was wir noch machen. Das ist doch bloß ein Irrlicht. Ist das sinnlos? Nee, ein Irrlicht brauchen wir nicht. Ist es wirklich ein Irrlicht bloß? Oder ist es der Nachtschwärmer? Ich muss erstmal finden, wo das ist. Okay, das war bloß ein Irrlicht. Das ist aber verwunderlich, weil genau hier eigentlich auch ein Nachtschwärmer auftritt. Weil jetzt seltsamer Zufall. Das ist auch wieder bloß das Irrlicht. Oh Leute, wisst ihr, das ist nervt. Ach komm, du blödes Irrlicht, verschwinde.
Ich glaube, das verschwindet nicht. So, hau ab jetzt. Ich will endlich den Nachtschwärmer fangen. Komm, du böser Nachtschwärmer. Tauche auf. Ich weiß, dass du hier bist. Na komm. Okay, das ist ziemlich blöd, gerade die Position von dem. Aber mal gucken, ob wir es trotzdem hinkriegen. Okay, also genau hier auf den Baum zielen möglichst. Ist ja blöd. Okay, auf den Baum und dann ein kleines Stück höher und links. Super, das hat geklappt, Leute. Epona, lass mich bitte runter. So. Ja, das hat prima funktioniert. Jetzt haben wir nämlich schon 1 von 10 Nachtschwärmern. Und da das 100% dran ist, werde ich mir auch diese komischen... Also werde ich auch diese Sidequest hier lösen, wo man diese 10 Nachtschwärmer holen kann. Leider gibt es da nicht besonders tolle Sachen, aber es gibt einen Haufen Geld. Und wenn man 10 Stück wirklich dann hat, bekommt man dann noch was Feines. So, da müssen wir jetzt mal hier reingehen. Da waren wir noch nicht. Weil hier befindet sich nämlich dieses ominöse Gespeister-Fachgeschäft. Gespeister. Eine Mischung aus Geister und Gespenster war das. Oh, du bist ja ein agiler junger Mann. Und du bist auch ganz ansehnlich und mutig. Hehe, du Ice Cube, nicht wahr? Hehe. Schau nicht zu, ich kann Gedanken lesen. Wenn ich so gut aussehe wie du, dann könnte ich mein Geld auf andere Weise verdienen. Hehehe. Aber immerhin betreibe ich deinen einzigen Gespenstermarkt von Hyrule. Dank Ganondorf, gepriesen sei sein Name, gehen die Geschäfte zurzeit blendend. Hehehe. Ich kann nur hoffen, dass das auch so bleibt. Die Geister nennt man Irrlichter oder Nachtschwärmer. Sie tragen allen Hass der Welt und sie hassen alle Welt. Wenn du einen Geist fängst, dann werde ich dich reich belohnen, mein Junge. Hehehe. So, da rüsten wir uns mal mit den 2 Geistern aus, die wir gefangen haben. Oh, du bringst mir etwas. Nun, lass sehen. Es ist ein Irrlicht. Hier sind 10 Rubine. Vielen Dank. Hehehehe. Oh, du bringst mir etwas. Nun, lass mal sehen. Erstaunlich, das ist ja ein Nachtschwärmer. Dafür bekommst du 50 Rubine. Obendrein hast du nun 100 Punkte auf dem Nachtschwärmer-Konto gut. Hast du 1000 Punkte gesammelt, dann wartet eine geniale Belohnung. Hehehehe. So, damit kann man ziemlich leicht Geld machen. Ziemlich effektiv. Und da man die sowieso braucht, die 10 Nachtschwärmer, wenn man 100% ran macht. Warum also nicht? So, wir gehen mal schnell zur Zitadelle der Zeit. Ich glaube, wir können nämlich dort ein Lied lernen, welches uns immer wieder hier an diesen Platz zurückbringt. Bin mir aber jetzt da gerade nicht so sicher. Du hast jene bösen Geister vernichtet, die im Tempel hausten, und du hast Salia erweckt. Doch sie ist nicht die einzige, die deiner Hilfe bedarf. Um alle Weisen zu erwecken, musst du noch weit stärker werden. Reise zu den Bergen, in die Tiefen des Wassers und sogar durch die Zeit.
Willst du in die Zeit, aus der du kamst, zurückkehren, so platziere das Masterschwert wieder im Zeitenfels. Tust du dies, so reist du 7 Jahre in der Zeit zurück. Es wird die Zeit kommen, da du in Windeseile an diesen Ort zurückkehren musst. Lausche daher meinen Worten. Das Lied, das du spielen musst, um zur Zitadelle der Zeit zurückzukehren, ist die Kantate des Lichts. Hoch rechts, hoch rechts, links hoch. Du hast die Kanäle des Lichts erlernt. Solange du die Ocarina der Zeit und das Masterschwert in deinen Händen hältst, hast du auch Macht über die Zeit. Cube, wir sehen uns wieder. Ja, liebe Zuschauer, und wir sehen uns auch wieder, aber erst im nächsten Part. An dieser Stelle ist dieser Part vorbei und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, ciao, ciao, euer MTech.